Hallöchen Popöchen, wie geht's dir stets? Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar die EPC Edition Limitada Ernesto Perez Carrillo 2019 Inch Grande Gordo. Also ganz frisch auf dem Markt. Kostet 16 Euro, hat eine Länge von 15,56 cm, Durchmesser 2,54, was im Ringmaß von 64 entspricht. Und ist eine Puro aus Nicaragua. Und sieht sehr imposant auf jeden Fall aus. Yeah. Richtig schön. Dann nehmen wir mal eine raus. Richtig schöne Vanilla hier mit diesem Maßband Inch Carrillo. Sieht richtig schön sieht richtig schön aus. Auch das Deckblatt richtig schön. Ja, dann hole ich noch geschwind einen Cutter, der passt für das Ringmaß. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Dann machen wir mal direkt den Kaltgeruchtest. Wunderschönes Deckblatt, wie gesagt. Oha! Kaltzug hinten dran. Hat was Schokoladiges, erinnert mich so ein bisschen an die Paradiso, aber gleichzeitig was Seifiges irgendwie in der Form. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern so eine gewisse Schärfe, aber gleichzeitig halt dann eben auch was Kräuterhaftes, Schmieriges, Buttriges. So in die Richtung. Ein Kaltzug war ein bisschen pfeffrig, Holz, Gras, Heu. Machen wir sie an und dann geht's los. Schön cremig, holzig. Hohes Rauchvolumen, guter Durchzug. So ein bisschen Gegendruck hat man. Man muss schon ein bisschen ziehen. Jetzt kommt so ein bisschen Gewürz, Pfeffer, aber auch was Nussiges. Nicht unangenehm, nicht unangenehm. Das wäre mir echt eine gute Kombination aus Creme, Butterigkeit 4,5 und Pfeffer 3. Also so eine schöne, angenehme Pfeffrigkeit im Rachenraum, aber nicht zu krass. So ein bisschen Zedernholz, ein bisschen Schokolade, Nuss, Nougat, so ein Hauch von Cappuccino. Erinnert mich so ein bisschen an die Vegafina Year of the Dog. Aber überhaupt nicht stark. Also bei dem Deckblatt und auch bei dem Format denkt man irgendwie, das sind dann immer voll die krassen Zigarren. Aber die sind meistens ja eher milder. Ja, der Pfeffer kommt jetzt so langsam, während ich hier rede, so ein bisschen stärker, 3,5. Fast 4, also fast ausgeglichen mit der Creme.
würde ich jetzt mal sagen, Rauchvolumen ist völlig in Ordnung, Abbrand ist gut, ein bisschen Toast, ja, nicht schlecht, also wirklich sehr, sehr lecker. Ja, also wird es ein bisschen holziger. Ja, ein bisschen fruchtiger, süffiger irgendwie so in die Richtung. Sie erinnern mich an irgendeine Zigarre, ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube sogar an die Horatio Sled, wobei die Sled ja schon ein, zwei Stufen milder ist als die. Also die Inch hat schon ein bisschen mehr Punch, aber ist jetzt auch keine kräftige Zigarre. Aber die Aromen sind intensiver, auf alle Fälle. So ein bisschen Gewürz ist noch da, so ein bisschen Toast, Creme, ganz dezent, aber sie wird jetzt so ein bisschen holziger, süffiger. Nicht säuerlich, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass demnächst dann auch die Erde durchschlägt. Ja, ich finde halt die Kombination wirklich schön, so dieses Schokodeckblatt und dieses silberne Anilla. Irgendwie macht das auf jeden Fall was her. Sieht richtig schön aus. Ja, also die Kombination ist nicht schlecht. Also am Anfang recht cremig. Dann ein bisschen Cappuccino und Schokolade, das geht schnell weg. Dann kommt der Pfeffer ein bisschen deutlicher durch. Ein bisschen Butterigkeit ist da. Also da tut sich schon recht viel, wenn man halt bewusst hinhört, in Anführungszeichen, bei der Zigarre. Wenn man halt bewusst die Zigarre schmeckt. Ja, ich habe es ja auf der Intertabak, wie gesagt, gesehen und das Deckblatt fand ich so schön. Und das ist die Kombination einfach, fand ich recht schön, deswegen gleich mal eine Kiste hergeholt. Und die kann man auch, also das ist auf jeden Fall eine Alltagszigarre, ist auch für Anfänger geeignet. Die Aromen sind zwar schon recht dominant, aber trotzdem insgesamt eine schön weiche, milde Zigarre einfach. Ja, echt gut. Ich möchte euch einfach mal die Asche hier zeigen. Richtig schön fest, super Abbrand. Jetzt nicht unbedingt kerzengerade, aber das ist trotzdem super Abbrand. Und jetzt dieses süffige, fruchtige, das gefällt mir total. Auf alle Fälle. Schmeckt auf jeden Fall. Tolle Zigarre. Klar, 16 Euro, da überlegt man sich zweimal dann. Aber zum besonderen Anlass lohnt sich das auf alle Fälle. So, jetzt nach einer Stunde wird sie ledriger, holziger noch ein bisschen. Aber auf den Lippen so, wenn man so ein bisschen mit der Zunge spielt, dann hat sie auch was Süßes auch. Ja, Abbrand ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Ja, das ist das Update. Schmeckt aber nach wie vor noch. Ja, jetzt nach 70, 75 Minuten kommt die Erde so allmählich durch. Also da tut sich auch noch am Schluss was. Recht komplex die Zigarre. Und die geht nicht aus. Abbrand ist gut. Tolle Qualität. Sieht wunderschön aus. So ein bisschen Schoko kommt jetzt auch. Wow. Richtig gut. Zeit für ein Fazit. Jetzt am Schluss eben die Erde ein bisschen mehr. So ein bisschen Schoko war noch da. So Hauch Schokolade. Und jetzt auch ein bisschen Cappuccino noch mal ein bisschen. Und so eine gewisse Würze kommt noch mal wie vom Anfang. Also das kommt alles am Ende jetzt schön zusammen. Tolle Zigarre, Preis-Leistung stimmt, super verarbeitet, sieht gut aus, wunderschön, recht komplex, aber trotzdem nicht zu stark und schön fein aufeinander abgestimmt, guter Abbrand, geht nicht einmal aus, alles super. Also, tolle Zigarre, 5 von 5, bis zum nächsten Mal.